Herzlich willkommen heute zum Videoimpuls. Mein Name ist Thomas Burke, ich bin Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Lingen Süd. Morgen im Evangelium am Sonntag wird es heißen, dass Jesus sagt: Ich bin die Tür. Und hier in unserer St. Bonifatius-Kirche gibt es ein verstecktes Bild einer geöffneten Tür. Wenn man auf unseren Altar schaut, findet man mitten an der vorderen Front, umrahmt von diesen Blättern, eine kleine Szene in Gold gehalten, wo die beiden Frauen vor dem geöffneten Grab stehen und ein Engel mit dem Finger auf einen neuen Raum zeigt. Ich bin die Tür, sagt Jesus. Das bedeutet ja, dass wir durch ihn neue Räume des Lebens entdecken können. Und schaut man auf diese Symbolik, auf diese kleine Darstellung, dann könnte man sagen, es ist ein Tür- und Engelgespräch. Wir kennen ein Tür- und Angelgespräch, aber hier geht es um ein Tür- und Engelgespräch vor einer geöffneten Tür. Und es ist kein Zufall, dass wir diese Symbolik hier an unserem Altar finden. Es ist auch kein Zufall, dass es in Gold gehalten ist. Das Gold erinnert an die Ikonen. Ikonen sind Bilder, durch die ich einen anderen Raum betrete. Und hier an unserem Altar entdecken wir das geöffnete Grab, den Zugang zum Leben. Und in der Feier der Eucharistie wird uns dieses Öffnen in jeder Sequenz, könnte man sagen, durch Wort und Sakrament deutlich. Christus selbst bricht das Brot, öffnet den neuen Raum, zerstört den Tod, öffnet das Leben für uns Menschen. Ein Tür- und Engelgespräch. Hier am Altar ein geöffneter Raum, der Raum zum Leben. Und das wünsche ich Ihnen heute, dass Sie vielleicht ein Tür- und Engelgespräch erleben, dass sich ein Raum öffnet, in dem Sie hineingehen und wo Sie ein Zuhause im Glauben finden, vielleicht ausgelöst durch eine Begegnung mit einem Menschen, der Ihnen einen vielleicht guten Rat gibt, einen Hinweis schenkt oder Sie einfach mitnimmt in einen Raum, von dem Sie glauben, da finden Sie Gottes Nähe, Gottes Liebe. Das wünsche ich Ihnen heute und so wollen wir Gottes Segen dafür erbitten. So segne Sie und alle Ihre Gespräche, die Sie heute führen dürfen, Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.